Russland zeigt sich von seiner warmen Seite. Mussorgsky Discovered will das Werk des lange verkannten Genies Modest Mussorgsky umkreisen, erkunden und neu interpretieren. Joe Theising ist im Wiener Volksopernorchester. Elisabeth Kuhlmann ist ein neuer Stern am Opernhimmel. Statt Klassik, Jazz. Ein klassischer Crossover also. Crossover hören wir gar nicht so gern, weil das ist sehr inflationär gebraucht. Und die Elisabeth Kuhlmann hat eigentlich mit Crossover gar nichts am Hut. Und sie, das ist ja auch das, was das Projekt vielleicht so speziell macht, dass sie eben nicht versucht, hier die Jazzsängerin plötzlich raushängen zu lassen. Was sie, wovon sie auch überzeugt ist, dass sie es gar nicht könnte. Ich glaube, sie könnte viel mehr, als sie sich dann auf der Bühne zutraut. Aber sie ist da sehr strikt auch in dem, was sie nicht will. Und ich finde, das tut dem Projekt sehr gut, weil es uns in eine ganz bestimmte Richtung beschränkt. Und in der Beschränkung liegt oft der besondere Keim einer besonderen Pflanze. Eine Spezialität des Feldkirch-Festivals ist die unmittelbare Begegnung zwischen Künstlern und Publikum. Hier die Frage, was den Reiz des Seitensprungs von der Oper in den Jazz ausmacht und damit vielleicht auch den Erfolg des Projekts. Das liegt daran, dass ich nicht wirklich Jazz singe. Ich stelle mich nur mit Jazzmusikern auf die Bühne. Also ich bin klassische Sängerin und das Konzept ist aber so, dass es funktioniert, die beiden Stile miteinander zu verbinden, ohne dass ich mich verleugnen müsste. Ja, also ich bringe meine klassischen Qualitäten ein und liebe natürlich privat Jazzmusik, aber ich weiß genau, was ich kann und was ich nicht kann. Also Jazz singen gehört leider nicht dazu, aber ich bin deshalb umso glücklicher über dieses Projekt, weil ich hier, wie gesagt, genau das verbinden kann, Klassik und Jazz im besten Sinne zu kombinieren. Thank you.